paradise now here. Enter backrooms. Exploration mode, story mode. Minimal story mode. Story? Ah, okay. Okay, level 0, backstage. Backstage. This demo exercise experience has no end. Explore as much as you want and leave whenever you want. So, jetzt mal ein bisschen dunkel machen. Oh Gott. Level 0, backstage. Kein Ende. Kein Ende in Sicht. Oh mein Gott. Aber das muss so sein, ne? Moment. Options. Perfect Sai, Windard, Housing, VHS Intensity, Default, High, Low. Oh, lass mal das mal. Okay, ich denke mal, es muss so sein. Okay. Also ich bitte darum, dass keine Jumpscares kommen. Das wäre schon nett. Aber so dieses... Kann man irgendwie... Nee, man kann die Lautstärke nicht einstellen. Also man hört nur Schritte. Unsere eigenen. Und ein bisschen Rauschen. Bin nicht sicher, ob ihr es hören könnt. Ich mache es mal für euch ein bisschen, lauter. Können wir uns ducken? Boah, voll langsam. Ist ja geil. Ja, aufstehen. Haben wir Füße? Natürlich nicht. Können wir rennen? Können wir auch. Also wir können jetzt unendlich lang hier rumlaufen und erkunden. Es. Okay. Da ist dunkel. Haben wir irgendwie eine Lampe? Ah gut, wir haben eine Lampe. Andere Dinge sehen, außer diesen zwei verschiedenen Wandarten. Ich bin gespannt, ob hier irgendwas ist. Eine Steckdose. Muss mal eben kurz mein Smartphone auffüllen. Ah, Mist. Nicht die passende Steckdose für mich. Hallo? Aufstehen? Dankeschön.
das Gefühl, im Kreis zu laufen, aber auch doch nicht. Waren wir hier schon? Hier waren wir schon. Okay, jetzt gehen wir hier lang. Was ist das? Irgendwie ranzoomen oder so? Oh. Okay. Andere Tapete. Haben es geschafft. Haben eine andere Tapete gefunden. Hier flimmert es auch, gell? Oder? Nö. Okay. Wieder ausmachen hier. Nein, wir haben kein Spiegelbild. Wir existieren gar nicht. Was ist hier unten? Oh Gott. Bei solchen Spielen kriege ich immer Gänsehaut und feuchte Hände. Oh, das ist schrecklich. Obwohl nichts passiert. So. Was würdet ihr machen, wenn ihr in so einem Raum feststecken würdet? So viele Gänge, ihr seid allein. Irrt umher. Ich glaube, ich würde es wie in Minecraft machen. Immer an der linken oder an der rechten Seite nur entlanglaufen. Und irgendwann kommt doch so ein Erschreckerchen, oder? Die bauen jetzt erstmal Spannung auf. Und dann wird gnadenlos erschreckt.
Diese Strukturen, die haben manchmal oft echt keinen Sinn. Komme ich da hoch? Guck mal, eine Treppe kriege ich hin, aber wenn es doppelt so hoch ist, dann. Da will ich noch nicht runter. Denn ich habe einen Sessel gesehen. Wer hätte nicht so hohe Decken? Einfach mal Federball hier drin spielen. Geil. Okay. Die ersten Gegenstände. Ein kleines Regal. Wieso kann man sich nicht hinsetzen? In Pools konnte man sich hinsetzen. Den Blick auf eine große Wand. Ja, hat doch sicher jemand Tennis gespielt. Hier saß dann der Schiri. Jetzt mache ich mich noch drüber lustig. Jetzt habe ich noch gut lachen. Eine Couch, noch mehr Sessel. Komm, du, oh Gott, das schaffen wir da. Echt jetzt? Da kommt man nicht. Komm schon. Also ich würde mal sagen, man. Aua. Man würde hinkommen, aber ich glaube, da ist eine Alpha-Wand. So, jetzt können wir. Oh, hier können wir lang. Dunkle Gänge. Direkt, das ist, was ich will. Nicht. Eine Tür. Alter Schwede. Okay. Gerade die Luft angehalten und. Oh Gott. Noch eine Tür. Ja, man hat so den Eindruck, als ob man in einem Puppenhaus wäre. Alles so riesig und man selbst so klein. Sie sagt Bescheid, wenn ihr irgendwas Verdächtiges hört, okay. Das ist schon wieder kalte Blutmutter. Ey, bei der nächsten Tür passiert doch was. Nein, nicht die Tür. Buh. Türception oder wie? Hier ist der eine, kommst du auf zwei. Hast du eine hinter dir, stehst du vor zwei neuen Türen. Oh, jetzt dürfen wir mal crouchen. Ab nach unten. Okay. Ich hätte noch durch die anderen zwei Doppeltüren gehen können. Okay. Also wir haben es durch eine unsichtbare Wand geschafft. Wir haben es geschafft, durch Türen zu gehen. Wieso ist die verschlossen? Okay.
verschlossene Türen sind gruselig. Geht's auch nicht weiter. Einmal im Kreis gelaufen. Cool. Aber jetzt brauchen wir die Tür nicht mehr aufmachen. So. Die auch nicht. Aber da waren noch zwei. Die sind doch auch abgeschlossen, oder? Nee. Moment. Kuckuck. Ist dasselbe? Das ist derselbe Raum. Cool. Okay. Lass mal gucken, was da drin ist. Oh, das ist interessant. Okay. Da ist ein Typ. Okay. Knock, knock. Okay, unter die Treppen. Hm, okay. Knock, knock. Okay, die Tür oder erstmal da gucken. Lieber die Tür nehmen? Ich gucke erstmal, was hinter der Tür ist. Treppen. Ah, scheiße. Moment, wir gucken uns noch das Sofa an. Cool. War bestimmt auch nicht drauf. Ich tue einfach mal so. Nee, ich will. Komm, deswegen sind wir doch hier. Bisschen Grusel hier. So. Oh Gott. Wie langsam der die Treppen runtergeht. Ich sehe mich schon davon einen Albtraum haben. Okay. Das sieht nicht nur rauchig aus, das ist auch, glaube ich, ein bisschen rauchig, oder? Oder kam mir das jetzt nur so vor? Oh Gott. Oh. Wie erschreckt. Blaues Licht. Immer hier bei Albino Lullaby rein. Also ich kann es nicht aufmachen. Also Türen kann ich mit E aufmachen, aber die Tür nicht. Okay, das war gruselig. So, hier haben wir einen Wandschrank.
tatsächlich nur ein Wandschrank. Schlafzimmer. Ohne Licht sieht man da gar nichts. Kann ich hier? Ich kann nichts am Lichtschalter machen. Okay. Zu. Okay. Steht da ein Stuhl? Oh, die ist mir jetzt eiskalt den Rücken runter. Das soll nicht so sein. Ich glaube, die Stühle sollen nicht so durchflimmern. Cool. Also die Stühle sind da. Aber auch wieder nicht. Sowas finde ich wirklich cool. So eine bedrückende Atmosphäre. Und dann so Kleinigkeiten, die man entdecken kann. Da leuchtet es immer noch blau. Tja, das heißt, wir gehen jetzt auf den Dachboden. Tür schon mal aufgemacht? Oh, ja. Was das hier sah nicht so interessant aus. Wegen so mal weitergegangen. Okay. Ja, cool. Wand flimmert nicht, also weg da.
Oh, wir sind hier. Das ist mal vorhin runtergelaufen. Ich wollte eigentlich. Na gut. Wohnzimmer. Schauen, dass wir uns nicht draufsetzen können. Was haben wir hier? Ah, da unten waren wir auch schon. Glaube ich. So, wenn die Lampe aus ist, sieht man echt gar nichts. Eine Couch. Jetzt hier wieder so. Hier geht's. Wow. Kann man auch nichts machen, gell? Doch. Okay. Wir können doch Lichtschalter benutzen. Cool ist das denn? Ja, leider gibt's ja nichts. Küche ist leer. Könnte auch ein offenes Badezimmer sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, also Lichtschalter können wir auch benutzen. Da geht's runter. Kommen wir da durch? Tatsache. Oh Gott. Ich bin immer dafür, den schlimmsten Weg zu wählen. Und der wäre eine lange Treppe rum. Okay, sieht wieder nach einer neuen Umgebung aus. Sieht aus wie ein Kinderzimmer. Passiert irgendwas? Wieder diese hässliche Tapete. Oh nee, will ich nicht lang. Sieht langweilig aus. Ich will in dieses blaue Zimmer. Das heißt,
kommen wir hier irgendwo hin? Oh, hier ist der Tennisraum. Jetzt wäre es halt cool, wenn da jetzt jemand sitzen würde. Aber das wäre halt auch nicht schlecht. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die man einbauen kann. Die man nur sieht, wenn man nicht genau drin ist. Das wäre so cool. Kommen wir eben nicht hoch. Das ist so schön. Moment. Ach, da waren wir vorhin. Nee, wir. Ich bin verwirrt. Bin verwirrt. Laufen irgendwie im Kreis, aber dann doch nicht. Irgendwie ändern sich manche Dinge oder ich kann mir das nicht richtig merken. Na nee, den Eingang zum blauen Zimmer habe ich jetzt nicht gefunden. Da kommen wir nicht durch, aber man kann durch. Gefühlt groß im Kreis gelaufen. Nein! Okay. Die Demo ist gecrashed. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir das an dieser Stelle. War ein schöner, kleiner, horroriger Einblick. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Es kommt auf jeden Fall auf meine Wunschliste. Es ist nämlich genau so ein Spiel, was ich suche. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Und danke fürs Dabeisein, fürs Zuschauen und ja, auf Wiedersehen.